Ja, schönen guten Morgen hier in Berlin in der Alten Feuerwache. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Menschen, die hergekommen sind, die sich zugeschaltet haben zu unserer Pressekonferenz Prävention braucht Aufarbeitung des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Mein Name ist Benjamin Holm. Ich werde die Veranstaltung moderieren und bin aber auch ehrenamtlich im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder aktiv, auch als Leiter des Arbeitskreises Echolot zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Ich möchte kurz das Podium vorstellen, beziehungsweise die, die zugeschaltet sind. Wir streamen die Veranstaltung ja und haben auch Gäste hier vor Ort. Ich stelle Ihnen vor, neben mir Maria Venus. Sie ist Bundesvorsitzende des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Ehrenamt, hauptberuflich Nachhaltigkeitsmanagerin aus Hamburg und wird hier das Statement des BDPs für den Vorstand abgeben. Zugeschaltet zudem ebenfalls aus dem Bundesvorstand des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Markus Lauter, der auch für den Vorstand im Arbeitskreis aktiv ist. Und uns aus Hannover zugeschaltet ist Markus Lauter, ist Referent des Landesjugendringes in Hannover, in Niedersachsen, und begleitet uns heute hier online. Ebenfalls online zugeschaltet ist aus München Peter Kaspari vom IPP in München. Das ist der Partner zur wissenschaftlichen Aufarbeitung. Guten Morgen, Herr Kaspari, schön, dass Sie da sind. Und der Fragen vor allem zum Forschungssetting, zur Arbeit des Instituts geben kann. Wir freuen uns sehr, Sie als Partner zu haben. Neben Frau Venus haben wir einen Platz freigelassen. Das ist der Platz für die Betroffenen, die wir als Bund der Pfadfinder und Pfadfinder sehr wichtig finden, als Stimme zu diesem Thema. Wir haben aber heute hier keine Betroffenen da, deswegen ist der Platz heute leer. Wir hoffen aber, heute ist ja der Anstoß, der erste Aufschlag zu dem Projekt mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung, dass diese Betroffenen sich im Rahmen unseres Aufrufes melden werden. Neben diesem leeren Stuhl begrüßen wir Holger Specht. Holger Specht von InMedio in Berlin begleitet das Projekt in unserem wissenschaftlichen Beirat. Und Holger Specht ist uns auch verbunden als Pfadfinder in einem anderen Verband, der aber auch Erfahrungen hat und sozusagen im Umgang mit sexuellem Missbrauch und uns hier als Experte zur Verfügung steht. Genau, wir schlagen vor, die Veranstaltung soll ja auch zeigen, dass wir transparent und offen mit diesem Thema umgehen, dass wir aber trotzdem erstmal die Statements sozusagen abgeben und danach Raum für Nachfrage besteht, also sowohl natürlich über YouTube kann man Fragen stellen im Chat, also wer sich so zugeschaltet hat, als auch über die Konferenztechnik, über den Raum, wo die Kolleginnen, Journalisten auch zugeschaltet sind, aber natürlich auch hier im Raum. Wenn es Verständnisfragen gibt, können die natürlich auch gleich gestellt werden. Gut, dann übergebe ich als erstes an Maria Venus, Bundesvorsitzende. Du bist dran. Vielen Dank, Benni. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu unserer Pressekonferenz gefunden haben, sei es hier direkt vor Ort oder auch im digitalen Raum und uns damit bei unserem so wichtigen Vorhaben unterstützen. Ich würde einmal kurz ein paar Worte zum BDP verlieren wollen, bevor wir dann uns näher mit dem Projekt beschäftigen. Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder wurde 1976 gegründet und erreicht ungefähr 30.000 Kinder und Jugendliche. Wir sind interkonfessionell und überparteilich. Und Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, Kindern und Jugendlichen gemeinsam und Verantwortung, Weltoffenheit und Umweltbewusstsein mithilfe unserer PfadfinderInnen-Methoden beizubringen. Und unsere pädagogische Konzeption ist eigentlich das Fundament aller Strukturen und Arbeitsweisen und beschreibt für jede Altersgruppe spezifische Gruppenformen, Inhalte und Methoden. Und bei unserer Arbeit verfolgen wir eigentlich immer die beiden Leitbilder Jugend leitet Jugend und Learning by Doing. Kommen wir jetzt zu dem Projekt, über das wir heute sprechen wollen. Wir haben seit Anfang der 2000er Jahre bereits sehr intensiv an der Prävention sexualisierter Gewalt gearbeitet, damit unser Verband einfach ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sein kann. Prävention sexualisierter Gewalt ist seitdem ein unverzichtbarer Baustein in unserer Kinder- und Jugendarbeit. Und uns ist es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen
und zu benennen, aber auch eben diese Grenzen anderer wahrzunehmen und zu kennen. Dafür haben wir eine Arbeitskreisstruktur geschaffen, die Präventionsschulung zum Beispiel auf Ausbildungskursen oder in Ortsgruppen anbietet und durchführt. Es gibt einen Verhaltenskodex sowie einen Beschluss der Bundesversammlung für regelmäßige Fortbildung von Vorständen und Planungsteams. Es gibt außerdem ein flächendeckendes Netzwerk von Kontaktpersonen, ausreichend Informationsmaterial und Kontaktmöglichkeiten für unsere aktiven Mitglieder. Im Rahmen unseres Schutzkonzepts wollen wir uns nun aber zusätzlich auch noch mit dem Umgang sexualisierter Gewalt in der Vergangenheit unseres Verbandes beschäftigen. Die gesellschaftliche Debatte und um die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, die Beispiele des Canisius College und der Odenwaldschule, aber auch die Offenlegung von Missbrauch bei Pfadfindern in den USA, hat uns als Verantwortliche im BDP für die Frage sensibilisiert, wie es eigentlich der eigene Verband in der Vergangenheit mit Tätern und Betroffenen umgegangen. Und infolge unserer Beschäftigung mit dem Thema haben wir relativ schnell festgestellt, dass es geboten ist, sich sehr intensiv mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen. Denn der Verband scheint bei seinem Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt den Bedürfnissen der Betroffenen nicht immer gerecht geworden zu sein. Sei es, weil wir ihnen kein Gehör geschenkt haben in der Vergangenheit oder das Erlebte abgewiegelt wurde oder aber das Andenken von Tätern im Verband immer noch gelebt wird. Die Fälle sexualisierter Gewalt, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, wurden teilweise unsichtbar gemacht oder als Verschlusssache behandelt, wahrscheinlich um das Ansehen des Verbandes zu schützen. Letzten Endes hat dies aber dazu beigetragen, andere Täter zu schützen. So fehlen zum Beispiel in unserem Bundesarchiv Akten zu uns bekannten Fällen sexualisierter Gewalt. Darüber hinaus ist es uns im Zeitraum von der Gründung bis in die 2000er Jahre ungefähr hinein in mindestens 5 Fällen offensichtlich nicht gelungen, auch nach konkreten Hinweisen, TäterInnen oder Personen unter Tatverdacht vom BDP und unseren Aktivitäten fernzuhalten. Aus Untersuchungen und Aufarbeitungsprozessen aus dem Kontext der Jugendbewegung liegen uns außerdem Indizien für vernetzte Täter im BDP und teilweise gravierendes institutionelles Versagen im Umgang mit TäterInnen und Betroffenen vor. Auch wenn dies zunächst episodische Befunde sind, sind sie für uns ausreichend, um eine systematische Aufarbeitung des Umgangs mit sexueller Gewalt im BDP in Angriff zu nehmen. Wir tun dies, weil wir eine institutionelle Verantwortung spüren für Fehler im Umgang mit Betroffenen in unserer Vergangenheit. Und wir wollen im Dialog nach Wegen suchen, mit den Betroffenen dieser Verantwortung in Zukunft gerechter zu werden. Daher ist es uns wichtig, dass Betroffene ihre Geschichten erzählen können. Wir sind überzeugt, dass die Aufarbeitung ebenfalls eine wichtige Säule des Kinder- und Jugendschutzes im BDP sein kann. Das heißt, wir wollen verstehen, welche Aspekte unserer PfadfinderInnenarbeit denn dazu geführt haben, die Ausübung sexualisierter Gewalt im BDP gegebenenfalls begünstigt zu haben und daraus auf jeden Fall für die Zukunft lernen. Die Aufarbeitung soll es zudem ermöglichen, im BDP offen über Fälle sexualisierter Gewalt in der Vergangenheit zu sprechen, denn das Schweigen darüber schützt die Täter und verhindert Solidarität mit den Betroffenen. Wir wollen unseren Aufarbeitungsprozess außerdem öffentlich durchführen und uns mit unseren Erfahrungen vernetzen. Dazu haben wir andere PfadfinderInnenverbände und Jugendverbände eingeladen, uns als Mitglieder in unserem Beirat zu begleiten und alle Schritte unseres Vorhabens mitzubekommen. Wir sind sehr froh, dass wir mit dem IPP München ein erfahrenes Institut gefunden haben, das uns eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung in externer Verantwortung garantiert. Auf diese Weise hoffen wir, die Glaubwürdigkeit unseres Vorhabens noch weiter zu unterstreichen. Wir sind für dieses Vorhaben auf die Mithilfe von Betroffenen und Zeuginnen und Zeugen angewiesen. Wir hoffen, dass Menschen die Kraft und den Mut finden, sich bei uns zu melden und mit ihrer Geschichte zur Aufarbeitung der Vergangenheit beizutragen. Deshalb beginnen wir
den Aufarbeitungsprozess heute mit einem Aufruf an Betroffene und Zeugen sexualisierter Gewalt, die ihre Geschichte erzählen möchten. Unsere Akten haben wir dem IPP übergeben und wir haben auch mit ehemaligen Führungskräften gesprochen und sie gebeten, das Gespräch mit dem Institut zu suchen. Ich richte mich heute im Namen des BDP an alle Menschen, die von sexualisierter Gewalt im BDP betroffen sind, vor allem im Zeitraum von 1976 bis 2006, sei es als unmittelbar betroffene Person oder als Zeitzeugin oder Zeitzeuge. Wir laden Sie ein, dem IPP Ihre Erfahrungen zu schildern und danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Uns ist bewusst, dass es keine einfache Entscheidung ist, sich an der Aufarbeitung zu beteiligen. Auch können wir verstehen, dass durch den Umgang mit sexualisierter Gewalt in unserer Geschichte der Glauben an die Ernsthaftigkeit unseres Vorhabens gelitten hat. Dennoch sind wir auf Sie und vor allem auf euch angewiesen, um unsere Verantwortung als BDP besser stellen zu können. Partner, den Forschungspartner. Wir haben jetzt die Gelegenheit, den Forschungspartner vorzustellen aus München. Deswegen die Bitte, Herrn Kaspari hier zuzuschalten in den Stream, der sich auch nochmal vorstellen wird und der uns oder Ihnen das Forschungsdesign beziehungsweise eben den Auftrag über das gemeinsame Vorhaben hier nochmal zu erläutern. Herr Kaspari, Sie sind am Zug. Hören Sie mich? Ja. Guten Morgen, Peter Kaspari vom IPP in München. Ich möchte innerhalb der nächsten 10 Minuten relativ viele Informationen geben, kurz anfangen, wer wir sind, das IPP in München, kurz dann darüber referieren, was wir unter Aufarbeitung verstehen, unter wissenschaftlicher Aufarbeitung. Ich möchte dann darauf Bezug nehmen, was wir konkret im Zusammenhang mit dem BDP vorhaben, was wir herausfinden möchten, mit welchen Methoden wir das tun. Und all dies mündet letztlich in das, was Frau Venus schon angekündigt und angedeutet hat. Jetzt war, glaube ich, eine Störung, aber jetzt bin ich, glaube ich, wieder da. Gut. Jetzt sind Sie wieder da. Einfach fangen Sie den letzten Satz nochmal vielleicht. Okay. Also all meine Ausführungen münden letztlich in den Aufruf an Betroffene, mit uns zu sprechen, so wie Frau Venus das bereits angedeutet hat. Das IPP ist ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut in München. Wir legen Wert darauf, dass wir unabhängig sind und dass wir auch von den Auftraggebern und Auftraggeberinnen, die uns mit Studien gerade im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt beauftragen, unabhängig sind. Wir machen das seit fast 40 Jahren. Die Aufarbeitungsstudien, das ist ein Schwerpunkt, der etwa seit 2011 bei uns im Institut ist. Viele von Ihnen werden unsere Studien kennen zum Kloster Ettal, zur Odenwaldschule, zum Stift Kremsmünster oder zu den Kinderheimen in Bayern. Aktuell sind wir Teil eines Verbunds, der sexualisierte Gewalt im Kontext der evangelischen Kirche Deutschlands aufarbeitet. Im Projekt vom BDP sind neben mir die Kolleginnen Helga Dill, die ist Geschäftsführerin im IPP, sowie die Kollegin Tinker Schubert, Soziologin, mit beteiligt. Wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Projekt, dass wir kooperieren mit dem Institut Dissens e.V. Bildung und Forschung in Berlin. Zuständig ist da der Kollege Bernhard Könnecke. Zur Frage, was heißt für uns Aufarbeitung? Wichtig ist, am Beginn klarzustellen, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung ein Beitrag zur institutionellen Aufarbeitung ist, aber wir ersetzen nicht die institutionelle Aufarbeitung. Wir liefern eine Datengrundlage, wir liefern einen Bezugsrahmen, auf den sich die Organisation beziehen kann bei ihren Aufarbeitungsbemühungen. Im besten Falle und würde sagen im wichtigsten Falle orientiert an den Bedarfen und Bedürfnissen Betroffener. Was möchten wir herausfinden in den Aufarbeitungsstudien? Wir möchten klären das Ausmaß und die Formen von sexualisierter Gewalt, die in einer Organisation begangen worden sind. Wir möchten Klarheit darüber schaffen, wie es dazu kommen konnte, dass in einer Organisation sexualisierte Gewalt verübt worden ist.
und in vielen Fällen, wie es sein konnte, dass über Jahrzehnte sexualisierte Gewalt nicht aufgedeckt wurde. Besonders wichtig sind die subjektiven Erfahrungen und Einschätzungen der Betroffenen und auch die Folgen, die die sexualisierte Gewalt in einer Organisation für die Betroffenen hatten. Was machen wir konkret in Bezug auf den BDP? Wir sind seit Mai diesen Jahres in unserem Forschungsprojekt aktiv. Wir hatten eine längere Auftragsklärungsphase, um sehr präzise und klar mit dem BDP zu klären, was ist unser Auftrag, was möchten wir herausfinden. Wir haben den Fokus zunächst mal auf drei große Dimensionen bezogen. Das erste sind die individuellen Betroffenheiten, die individuelle Erfahrung der Betroffenen. Das zweite sind institutionelle Bedingungen innerhalb des BDP, die sexualisierte Gewalt ermöglicht und Aufdeckung verhindert haben. Und das dritte ist sowas, was wir als Makro- oder Systemebene bezeichnen. Das sind auch so etwas wie ideologische Hintergründe bei den Pfadfindern, die möglicherweise etwas damit zu tun haben, dass es sexualisierte Gewalt gegeben hat, beziehungsweise auch inwiefern sich im BDP bei den Pfadfindern auch allgemeine gesellschaftliche Diskurse abgebildet haben und die zu sexualisierter Gewalt beigetragen haben. Weitere Fragen sind, wie konnte es eigentlich sein, was hat dazu beigetragen, dass Pfadfindergruppen zu gefährlichen Orten für Kinder und Jugendlichen wurden in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Eine andere Frage ist, unterscheidet sich der BDP von anderen Pfadfinderorganisationen im Hinblick auf solche Fragen? Konkret auch, wie ist dieser Verband mit Betroffenen und mit Tätern umgegangen in der Vergangenheit? Wurden Täter geschützt? Wurden Taten verharmlost? Und wurden Betroffene alleine gelassen? Ein anderer Schwerpunkt bezieht sich auf die Frage, gab es so etwas wie Täternetzwerke? Da gab es Strukturen, in denen sich Täter innerhalb des BDP vernetzen konnten und sich gegenseitig unterstützen konnten. Andere Frage, gab es vielleicht Berührungspunkte zu Täternetzwerken außerhalb des BDP? Die Alternativhypothese wäre, gab es relativ autonome, isolierte Gruppen, die relativ unabhängig waren von Einflussnahmen oder Zugang der Gesamtorganisation, in denen sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Das methodische Vorgehen bezieht sich in erster Linie auf drei Zugänge. Das erste wurde bereits erwähnt, Archivrecherchen. Wir versuchen anhand von Akten herauszufinden, Informationen über Fälle zu bekommen und auch über die Art und Weise, wie der BDP mit Fällen umgegangen ist. Der BDP ist aber keine Behörde und der BDP hat wahrscheinlich auch nicht immer Interesse gehabt, alles genau zu dokumentieren im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Insofern sind wir da eher pessimistisch, denken eher, dass wir durch die Archivrecherche flankierende Informationen bekommen, die uns dabei helfen, bestimmte Dinge nochmal besser einzuordnen. Wichtiger oder ertragreicher, denken wir, werden unsere qualitativen Interviews, also leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews, sein, die wir einerseits mit Schlüsselpersonen und Zeitzeuginnen führen möchten, Personen, die eventuell Kenntnis haben von Fällen sexualisierter Gewalt und die uns über den Umgang der Institution damit Auskunft geben können. Solche Personen werden wir auch fragen nach Traditionen, Kulturen innerhalb von BDP-Pfadfindergruppen, um auch ein Kontextwissen zu erhalten. Im Zentrum unseres Erkenntnisinteresses, so nenne ich es mal, sind die Perspektiven Betroffener. Also wir möchten im Rahmen unserer Studie auch Interviews mit Betroffenen führen, vor allem Interviews mit Betroffenen führen, weil es erfahrungsgemäß die Stimme der Betroffenen ist, die uns die wichtigsten und aussagekräftigsten Informationen über die sexualisierte Gewalt, die in einer Organisation stattgefunden hat, geben können. Sie können uns vor allem auch berichten, worin die Versäumnisse einer Organisation bestanden haben, welche Folgen die Betroffenen erleiden mussten, aufgrund dessen, dass sie möglicherweise alleine gelassen wurden. Und sie können uns auch Auskunft geben über die Präventionserfordernisse, die in einer Organisation notwendig sind. Aufarbeitung heißt nämlich möglicherweise in vielen Fällen jahrzehntelanges Schweigen zu brechen, der Stimme der Betroffenen Gehör zu verschaffen. Das heißt auch, subtile Verharmlosungen, Verleugnungen und Manipulationen aufzulösen
Und es wird in diesem Fall sicher auch heißen, die Geschichte des BDP in Bezug auf sexualisierte Gewalt neu zu schreiben. Unter anderem zur Frage der Verantwortung der Organisation in Bezug auf sexualisierte Gewalt, aber auch den Umgang mit Betroffenen neu zu verstehen und den Umgang mit Tätern möglicherweise neu zu hinterfragen. Auch verbunden mit der Frage, gibt es hartnäckige Loyalitäten zu Tätern, die über Jahrzehnte wirksam sind. Dies kann alles nur gelingen, wenn sich Betroffene ermuntert fühlen, mit uns zu sprechen, einen Beitrag zur Studie zu leisten und wenn Betroffene das Gefühl haben, dass sie durch die Teilnahme der Studie ihrer eigenen Perspektive, ihrer eigenen Stimme Gehör verschaffen können. Daher verbinde ich diese Informationen mit dem Aufruf an Betroffene, sich bei uns zu melden und für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Diesen Aufruf verbinde ich auch mit einer Information über die Rahmenbedingungen. Wir sichern den Betroffenen absolute Verschwiegenheit in Bezug auf ihre persönlichen Daten zu. Wir gewährleisten die Anonymität unserer Interviewpartner. Und es ist besonders wichtig, dass die interviewten Personen jederzeit die Kontrolle über das Interviewsetting haben. Sie können sich gut vorinformieren bei uns. Sie können die Interviews jederzeit abbrechen oder unterbrechen. Und natürlich dürfen oder können Betroffene nur solche Fragen beantworten, die sie beantworten möchten und nur das beitragen, was sie beitragen möchten. Daher bereiten wir diese Interviews sehr gut vor und sind sehr daran interessiert, einen sicheren und geschützten Rahmen für die Interviews zur Verfügung zu stellen. Am Ende noch die zwei Zugangswege, wie man sich bei uns melden kann. Das geht einerseits jetzt schon per E-Mail oder schon seit einiger Zeit per E-Mail über die E-Mail-Adresse aufruf@ipp-münchen.de. Unser Team wird sich sehr schnell auf E-Mail-Anfragen melden bei Ihnen. Die andere Möglichkeit ist, ab 9. September hat der Kollege Bernhard Könnecke bei Distance e.V. in Berlin eine Telefonleitung speziell für diese Studie freigeschaltet. Es gibt an zwei Tagen in der Woche spezielle Telefonzeiten, in denen man sich bei Bernhard Könnecke melden kann. Er würde dann eben auch Anfragen aufnehmen und wir würden dann gegebenenfalls Interviews mit Personen, die sich melden, durchführen. Möglicherweise werden wir im Laufe des Projekts noch weitere Aufrufe starten. Das hängt immer davon ab, wie viele Personen sich bei uns melden. Die Laufzeit des Projekts ist ja bis Januar 2023 und bis dahin werden wir darum werben, dass sich Betroffene bei uns melden und in der Hoffnung tatsächlich, dass sie sich ermuntert fühlen, Beiträge zu unserer Studie zu leisten. Vielen Dank. Ja, danke nach München, Peter Gaspari. Jetzt hören wir Sie nicht mehr, aber wir haben hier noch einen Gast. Und zwar möchte ich auch vorstellen und begrüßen Holger Specht. Genau. Holger, was kannst du beitragen? Das Mikrofon musst du noch nehmen. Und, ja, Entschuldigung, hallo. kleiner Perspektivwechsel. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Betroffene sexualisierter Gewalt und haben jetzt all das gerade gehört. Weiß nicht, ob Sie noch erinnern, was gerade alles gesprochen wurde, aber das waren wahnsinnig viele Erwartungen an Betroffene, oder? Betroffene, die wir in unseren Bünden eben lange allein gelassen haben, weil wir Taten lieber unter den Tisch haben fallen lassen, um unseren Ruf zu schützen. So wie viele Organisationen das ja immer noch tun. Und jetzt wollen wir deren Geschichten hören. Die sollen uns helfen, besseren Schutz, bessere Fürsorge in der Zukunft garantieren zu können. Und dazu rufen wir jetzt hier so fast pragmatisch auf. Ganz schöner Kracher, finde ich, oder? Und dann sollen die uns vor allen Dingen noch erzählen von sehr intimen Geschichten, die ihnen widerfahren sind. Nur damit wir in der Zukunft besser werden können. Und da merken Sie schon, das erfordert so vielfachen Mut, deswegen ein Glück wird hier Vertraulichkeit zugesichert, den Geschichten, aber es erfordert so vielfachen Mut, überhaupt die eigene Geschichte zu exponieren, irgendjemanden, vielleicht sogar Fremden zu erzählen, vielleicht ist es auch leichter als jemanden Vertrauten.
Das ist schon ein Mut, eine Schwelle, die da gegangen werden muss. Puh, Hut ab, wer das schafft und schaffen kann. Und dann sich vielleicht sogar noch hier hinzusetzen in so eine Pressekonferenz. Deswegen ist der Stuhl hier erstmal leer. Mal schauen, ob es irgendwann die Möglichkeit gibt für Betroffene, sich auch so hier diesem Stuhl einzunehmen und dann ihnen noch mal mehr zu erzählen, uns allen noch mal mehr und offener zu erzählen. Aber dazu brauchst du erstmal Vertrauen in das Projekt, dass wir das jetzt tatsächlich oder dass das jetzt tatsächlich ernst genommen wird, dass wir Betroffene jetzt tatsächlich ernst nehmen. Soweit vielleicht von mir. Vielen Dank, Holger Specht. Wir sind sehr froh und dankbar, dich in persona, aber auch sozusagen dein Umfeld, deine Erfahrungen mit in unser Projekt einfließen lassen zu können. Der Arbeitskreis, ich hatte das ja erwähnt, dass wir da schon seit einigen Jahren dran sind, hat eben von Anfang an lernen müssen, offen über dieses Thema zu sprechen. Auch uns war heute ein bisschen mulmig sozusagen natürlich in Vorbereitung dieser Veranstaltung. Aber wir haben eben eins gelernt, dass Schweigen schützt nur die Täter. Wir wollen jedenfalls diese institutionelle Verantwortung übernehmen und laden jetzt herzlich dazu ein, Fragen zu stellen, in den Dialog zu treten mit Ihnen hier im Saal. Aber auch nochmal kurz der Hinweis, wir lesen auch den YouTube-Chat mit und auch den Chat oder die Kollegen, die über dieses Videotool eingeschaltet sind, die können sich auch melden und können herzlich gerne Fragen stellen. Ich sehe jetzt hier eine Frage im Saal. Ich wiederhole die einfach nochmal, einfach so sprechen wegen der Hygiene und dann wird die hier verhandelt. Ja, hier wurde die Frage gestellt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, einmal nach den Anzahl der bekannten Fälle im BDP und auch nochmal der Frage des Anschlusses an Dachverbände bzw. Entschädigungen. Wir haben uns eben gerade beraten, dass das auch eine gute Frage für Markus Lauter, für Flipper ist, der uns per Videos zugeschaltet werden könnte. Flipper, magst du was dazu sagen? Kann ich gerne machen. Es tut ja offensichtlich eine leichte Rückkopplung, aber das hört euch hoffentlich nicht. Zur Gesamtzahl an Fällen können wir tatsächlich nur sehr begrenzt Aussagen machen. Wie Herr Kaspari schon gesagt hat, haben wir zwar Unterlagen, die insbesondere Ausschlussverfahren betreffen, das heißt Verfahren, wo Mitglieder des Vereins ausgeschlossen wurden, in Fällen, die aber nicht unbedingt ausschließlich mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu tun haben müssen. Es gibt ja auch andere Gründe. Ganz allgemein wird da zum Beispiel von vereinsschädigendem Verhalten gesprochen. Das kann aber auch zum Beispiel die Verbreitung rechten Gedankenguts oder sein, die dazu führt, dass Mitglieder aus dem BDP ausgeschlossen werden müssen. Dazu haben wir Unterlagen und Akten. Dazu können wir beispielsweise sagen, dass seit dem Zeitraum 2006 insgesamt 25 Ausschlussverfahren stattgefunden haben. Ob die jetzt alle im Bereich der sexualisierten Gewalt liegen und wie die wiederum dann einzustufen sind, ob es da um Missbrauch geht oder ob es um andere Formen der Grenzverletzung und um welche Form der Grenzverletzung es da geht, das können wir nicht sagen. Das ist was, was wir auch selber eigentlich gar nicht auswerten wollen, weil wir, glaube ich, nicht die Richtigen sind zu bewerten, wie ein Missbrauch zu kategorisieren ist, ob das ein schwerer Missbrauch ist, ob das eine Grenzverletzung ist oder. Dazu gibt es eben die Zusammenarbeit mit dem IPP und hier bauen wir auf die Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um im Anschluss an die Studie an der Stelle dann auch einfach sprachfähiger zu sein. Klar ist natürlich auch, wir werden, denke ich, niemals alle Fälle, die jemals aufgetreten sind,
vollständig und lückenlos aufarbeiten können. Wir wissen nicht genau, wie viele das sind. Maria Venus hat gesagt, uns werden anekdotisch einzelne Berichte von einzelnen Betroffenen immer wieder mal zugetragen. Und das war für uns auch ein Anstoß, mit dem Vorhaben ernst zu machen und das in Angriff zu nehmen. Aber wir können nicht seriös sagen, um wie viele Fälle es da konkret geht. Wenn es um das Thema Entschädigungsleistungen, Ausgleichszahlungen und dergleichen geht, dann können wir zumindest bisher auf das erweiterte Hilfesystem verweisen. Das ist ein System, das auf Empfehlung einer Kommission rund um den unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für sexuelle Gewalt an Kindern aufgesetzt wurde. Da gibt es einen Bereich für Institutionen, dem haben wir uns angeschlossen. Und hier können Betroffene, die aufgrund ihrer ihres Missbrauchs sozusagen auch heute noch an Folgen leiden und die dadurch Kosten haben, die nicht gedeckt werden, sich an den Träger wenden, an die Institution wenden über ein anonymisiertes Clearing-Verfahren und können hier Ausgleichszahlungen erwirken. Dem sind wir angeschlossen. Das betrifft Fälle, die bis 2013 aufgetreten sind. Danach gibt es andere Systeme, die nochmal anders wirken. Wenn es dann darüber hinaus um Entschädigung und Schadenersatzzahlungen angeht, müssen wir ganz ehrlich sagen, sind wir, glaube ich, noch nicht an der Stelle, dass wir dazu konkretere Aussagen machen können, was für uns da in dem Zusammenhang möglich und leistbar wäre. So, hier gibt es noch eine Nachfrage dazu. Flipper, hier war jetzt nochmal die Nachfrage nach ganz konkret den Fällen. Hast du die parat oder soll ich sie kurz nennen? Du hattest ja jetzt nur die Ausschussverfahren genannt. Mehr können wir an der Stelle, glaube ich, auch nicht sagen. Ich weiß nicht, um welche Fälle, also was mit der Frage jetzt genau bezweckt wird. Ich habe ja gesagt, wir können zu einzelnen Fällen nichts Konkretes sagen und die Gesamtzahl der Fälle, der Ausschlussverfahren, das sind nicht alles Fälle, die im Kontext sexualisierte Gewalt stehen, aber die Gesamtzahl der Ausschlussverfahren seit 2006, das ist also der Zeitraum, den wir jetzt explizit nicht untersuchen, seit 2006, ist 25 Ausschlussverfahren seit 2006, wobei beispielsweise zwei davon noch ausstehend und laufend sind. Ich kann es hier nochmal ergänzen, um die Frage, die sich auch natürlich stellt, warum wir überhaupt diesen Aufarbeitungsprozess anstoßen, und zwar bis 2006. Da ist es so, dass wir in mindestens 5 Fällen sozusagen den Anlass der Untersuchung gesehen haben, dass wir dieses institutionelle Versagen, um was es geht. Also es geht uns heute ja auch nicht, um die Überraschung mitzuteilen, dass es sexuellen Missbrauch gab. Und ich glaube, dass da viele Organisationen, die sozusagen leider da natürlich gezwungen sind, hinzugucken. Also das ist nicht die Aussage von heute. Also sexuellen Missbrauch gab es, auch im BDP. Und es wird wahrscheinlich auch immer wieder Anlass geben, aufzupassen, dass es nicht wieder passiert, beziehungsweise man wird auch in Zukunft Fälle nicht komplett verhindern können. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Und wie gesagt, in der Recherche und in der Anbahnung des Auftrages an den IPP haben wir an mindestens 5 Fällen Indizien festgestellt, dass es sich lohnt, hier näher hinzugucken. Und eben auch, das hatte Frau Venus erläutert, dass es nicht an uns liegt, nicht an Verbandsgremien liegt, hier zu kategorisieren, wie das auch Markus Lauter gesagt hat, sondern jemand Externes zu bitten, sich das anzuschauen, genau hinzuschauen und auch, wie gesagt, heute der Aufruf an die Betroffenen, sich zu melden, weil wir überhaupt nicht wissen, ob 5 jetzt der Eisberg oder vielleicht die Größenordnung ist. Hier war noch eine Frage. Also wir haben zwei Punkte, die wir vorstellen können, auch um es ein bisschen plastisch zu machen. Im Zuge unserer Arbeit in den letzten Jahren als Arbeitskreis hat sich zum Beispiel ein Mensch gemeldet, ein Mann, der Mitglied war im Verband, und der hat im Vorgängerverband, muss man dazu sagen,
Und der hat auf einer Website unseres Verbandes sozusagen seinen Peiniger, seinen Täter wiedergefunden und hat Fragen gehabt. Also sozusagen, er wollte eigentlich, das war das Interessante, hier nicht skandalisieren und hat sich eigentlich auch sozusagen der Sache, das war für uns überraschend, erstaunlich verbunden gefühlt. Also er hatte sich erinnert an seine Jugend, an seine Pfadfinderzeit. Und was er aber wollte, was ihm wichtig war, ist den aktuellen Leitungen der aktuellen Pfadfindergruppe das mitzuteilen, dass eben dieser eine Mensch, der da auf der Homepage genannt ist, ein Täter war und dass er unter dem gelitten hat und dass er sozusagen möchte, dass das vielleicht korrigiert wird, also nicht vielleicht, sondern ich glaube, das war sozusagen sein Ansinnen. Und das ist so ein Fall, von dem wir ausgehen, dass er authentisch ist, von dem wir ausgehen, dass es ein wichtiges Betroffenen-Thema ist. Wie wird mit dieser Tat umgegangen, von der ja die jetzigen Jugendlichen gar nichts wissen müssen? Und das ist sozusagen ein Beispiel dafür, was sozusagen uns bekannt ist. Ein anderes Beispiel ist sozusagen sind Akten, die wir haben zu einem Fall, wo ein Täter, der verurteilt wurde, möglicherweise oder beziehungsweise definitiv nicht eben klar ausgegrenzt wurde, wo es sozusagen Anzeichen gibt, dass eben nicht in geeigneter Weise darauf reagiert wurde, dass hier eine Täterschaft vorliegt, eine Verurteilung vorliegt. Und sozusagen der Umgang damit, wie diese Person dann im Verband gehalten wurde, uns Anlass dazu gibt, das überprüfen zu wollen. Ob das in der Verantwortung des damaligen Vorstandes, der verantwortlich tätigen Person lag, diese Person hätte schneller ausgegrenzt werden müssen. Also die Frage war hier nochmal ganz konkret, um was es hier geht, um sexuellen Missbrauch. Der Anfragesteller, der sich an den Bund der Pfadfinder und Pfadfinder gewandt hat, beschreibt halt körperlichen Missbrauch an sich. Also er beschreibt das, also schweren Missbrauch, würde ich sagen, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Und das andere war ein verurteilter Täter, auch wo es um sexuellen Missbrauch ging. Ja, das wäre jetzt eben zu prüfen. Das ist sozusagen, kann man ja aus heutiger Sicht eben ganz unterschiedlich bewerten, was hätte damals passieren sollen. Deswegen haben wir eben gesagt, wir lassen das prüfen. Ja, und wir haben eben festgestellt, dass in einem Aktenvermerk, der uns vorliegt, Anzeichen dafür gibt, dass eben er beschwichtigt wurde, dass eben er beschrieben wird, so nach dem Motto, dass man diesem Menschen ja nichts anhaften will, dass man ihm keine schwere Zukunft ermöglichen will, aber dass eben nicht auf die Betroffenen geschaut wurde, die eben in dem Fall ja noch da waren und sozusagen weiterhin vielleicht Kontakt hatten zu diesem Täter. Das ist zu prüfen. Dazu können wir jetzt gar nichts sagen. Es ist einfach zu prüfen. Es gibt jedenfalls Anzeichen dafür, dass es nicht sofort zu einem entsprechenden, wie wir es heute machen würden, Verfahren kam, wo wir heute ganz klare Interventionsmodelle haben, wo wir ganz klare Sachen haben, was passiert dann und dann. Vielleicht kann auch nochmal Holger sagen, was sozusagen der Standard ist. Ja, aber wo wir damals aus einem reinen Aktenvermerk einfach merken, da ist eine andere Energie dahinter, als den Betroffenen zu schützen, sondern da wurde eben vielleicht eher der Täter geschützt. Er durfte bleiben. Er durfte, fragt nochmal der Kollege hier im Raum, in welcher Form er sozusagen weiterhin aktiv sein konnte. Wir wissen jedenfalls jetzt, dass er nicht sofort er war weiterhin da. So, aber in welcher Form und was genau, das sollen die Wissenschaftler untersuchen. Da haben wir eben nicht sozusagen, wir haben jetzt nicht 10 Leute angerufen, wie war es wirklich. Wir haben auch gelernt, dass man damit so ein wissenschaftliches Feld kaputt macht und sozusagen Zeitzeugen verbrennt, Menschen, die sich öffnen wollen, verbrennt. Wir haben vorhin von Herrn Kaspari gehört, wie wir verantwortlich mit Betroffenen umgehen. Wir können Ihnen heute aber nicht mehr dazu sagen, als dass wir diese Indizien gesammelt haben, das den Wissenschaftlern übergeben haben, heute uns an die Öffentlichkeit wenden und auch die politisch damals Verantwortlichen gebeten haben, das, was Sie aus der Zeit berichten, mit dem Institut zu teilen. Haben Sie auch von institutionellem Versagen gesprochen, also wie der Kirche das Image des BDP zu schützen. Was haben Sie da bei Ihnen? Wer daran beteiligt ist und in welcher Form das geschützt wurde? Fragen Sie.
Der Kollege fragt hier nochmal nach, wer daran beteiligt war, an diesem institutionellen Versagen, in welcher Form das geschützt wurde. Da haben wir, wie gesagt, einfach Hinweise, dass es Verantwortungsträger aus dem Umfeld, aus der Bundesleitung, Bundesvorstand des BDPs waren, aber mehr eben auch nicht. In welcher Form nicht? Hier ist eine Kollegin noch. Und die zweite Frage ist, was ist, wenn Sie draufkommen, dass es strafrechtlich relevante Dinge gegeben hat, wird es dann angezeigt, was passiert denn damit? Hier wird nochmal gefragt, in welchem Bereich diese Fälle vorgekommen sind und im Falle von sozusagen Offenlegung, was dann damit passiert. Also verstehe ich die eine Frage, wie das heute ist oder wie das... Magst du was zu sagen? Oder? Genau. Okay, also ich kann zu dem zweiten Punkt vielleicht schon mal was sagen, zu der strafrechtlichen Verfolgung. Sofern uns Fälle bekannt sind, sprechen wir natürlich mit den entsprechenden Substrukturen. Also der Bund besteht ja aus mehreren Landesverbänden, die dann entsprechende Landesvorstände haben und dann aus den Ortsgruppen, die wiederum entsprechende Ortsgruppenvorstände haben. Entsprechende Maßnahmen werden dann auch eingeleitet. Allerdings immer in Absprache mit den entsprechenden betroffenen Personen und den entsprechenden Verantwortlichen in den betroffenen Strukturen. Genau. Vielleicht, wer sich aus Recht verlässt, ist vielleicht auch schnell verlassen. Klingt komisch, aber ist leider so, zumal so ein Rechtsstreit ja lange dauern kann. Also ich habe Fälle begleitet, die haben sich 6, 7, 8 Jahre hingezogen und bis dahin muss innersystemisch, also ein Bund, eine Institution, eine Firma, egal, eine Organisation, muss eine Entscheidung treffen, wie sie mit dem Verdacht umgeht, selbst wenn der rechtlich noch vollkommen ungeklärt ist. Und für Betroffene ist es auch tatsächlich sehr schwer, wenn die jetzt hier hören würden, das sage ich jetzt mal so, mit Nichtsatz auch doof, ne? Wahrscheinlich hören sie es jetzt prompt, dass Fälle, von denen wir Kenntnis haben, sofort strafrechtlich verfolgt werden sollen. Das ist nämlich manchmal gar nicht das, was die Betroffenen wollen und was sie vor allen Dingen auch schwer ertragen können unter Umständen. Deswegen müssen wir mit Betroffenen zusammen abwägen, ob eine strafrechtliche, ob eine Anzeige und dann eben ein strafrechtliches Vorgehen, ob das für die überhaupt, ja, ob das denen zumutbar ist und ob sie das tatsächlich möchten. Das ist erstmal für uns sehr handlungsleitend. Also die Betroffenenperspektive insgesamt ist außerordentlich handlungsleitend. Nicht nur die Geschichte selbst, die erzählt wird, sondern auch das, was dann mit der Geschichte passieren soll. Einerseits, andererseits sind wir natürlich auch innersystemisch, also in einem Bund, Organisation, Firma, dann veranlasst, wenn wir eine Geschichte kennen, alle Fürsorgepflichten abzuwägen und vor allen Dingen Betroffene zu schützen. Die Nachfrage wollte ich noch kurz auch nochmal vielleicht an Markus Lauter geben. Magst du noch was dazu sagen zum konkreten Handlungsfeld von Tätern? Das ist so richtig zusammengefasst. Wurde hier gefragt, was konkret da die Fälle sind, die wir angeguckt haben, die uns zur Aufarbeitung gebracht haben? Darf ich nachfragen, was mit Handlungsfelder gemeint ist? Also bezieht sich das auf einzelne Taten? Bezieht sich das auf die Strukturebenen, in denen wir uns befinden? Oder bezieht sich das auf die Art und Weise, wie dann mit solchen Taten, die bekannt wurden, die thematisiert wurden, umgegangen wurde? Es ist genau so, wie du es verstanden hast. Alles. Alles zusammen. Das ist natürlich jetzt ein großer Aufwasch. Also von hinten angefangen wurde das ja, glaube ich, schon ganz gut gesagt. Das ist die Perspektive, die wir heute auf die Situation haben. Also heute ist unsere Perspektive, dass wir Betroffene ernst nehmen wollen, dass wir ihnen zuhören wollen, dass wir ihren Geschichten und ihren Berichten glauben wollen. Und dass wir uns bei jeder Ansprache, bei jeder Situation externe Unterstützung dazu holen. Dass wir also beispielsweise immer gemeinsam mit einer unabhängigen Beratungsstelle auf Fallkonstellationen schauen und dann gemeinsam mit den Betroffenen und einer unabhängigen Beratung die Entscheidung treffen, welche Schritte hier als nächstes zu gehen sind, ob Täter zu konfrontieren sind, ob Ausschlussverfahren eingeleitet werden, ob strafrechtliches Vorgehen angebracht ist.
Das hängt einfach aufgrund der Sachlagen immer von unterschiedlichen Faktoren ab. Holger Specht hatte das gerade gesagt. Wie das in der Vergangenheit war, wissen wir nicht. Und weil wir hier, wie berichtet, Grund zur Annahme haben, dass in der Vergangenheit nicht immer so verfahren wurde, dass also Betroffenen nicht immer geglaubt wurde oder möglicherweise auch an den Interessen der Betroffenen vorbei agiert wurde, sei es nun in die eine Richtung im Sinne einer Übersprungshandlung oder in die andere Richtung, dass eben Taten unter den Tisch gekehrt wurden und nicht weiter beachtet und bearbeitet wurden, starten wir dieses Projekt und starten wir dieses Aufarbeitungsvorhaben, um eben in Zukunft aus dem Vergangenen lernen zu können. Vielleicht machen wir das heute auch noch nicht richtig und stellen fest, nachdem wir irgendwie mit einigen Betroffenen gesprochen haben, beziehungsweise die Betroffenen mit dem IPP gesprochen haben, mit dem Institut aus München gesprochen haben, dass wir auch in Zukunft noch Dinge an unserer Präventions- und Interventionsarbeit anpassen müssen. In welchen Strukturen diese Fälle in der Vergangenheit stattgefunden haben, auch das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Da, wo das anekdotisch bekannt ist, bezieht sich das in aller Regel auf Kleingruppensituationen. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar, dass Missbrauchssituationen in aller Regel nicht in aller Öffentlichkeit mit mehreren hundert Personen stattfinden, sondern dass das eben Kleingruppen Situationen sind, geschützte, in Anführungszeichen, Situationen, sei es nun das kleine Lager, sei es nun die Jugendfreizeit, die Fahrt oder auch alle möglichen anderen Konstellationen, wo eben Täter und Betroffene in einem sehr engen, also räumlich engen, emotional engen Verhältnis zueinander stehen und möglicherweise auch dabei abgeschirmt sind, wie auch immer, von der Außenwelt. Das ist das, was wir anekdotisch sagen können. Ob das wirklich so ist, auch darüber hoffen wir durch unser Vorhaben und durch die Unterstützung des IPP aus München in Zukunft bessere Aussagen treffen zu können, um auch da möglicherweise an den Strukturen, die bei uns herrschen, arbeiten zu können, um da eben in Zukunft zumindest, was uns möglich ist, keinen Vorschub mehr leisten zu müssen. Hier gibt es eine Frage im Chat, die einmal wiederholt werden kann. Genau, hier ist eine Frage im Chat mit der Aufarbeitungszeit 2006. Vielleicht können wir die Münchner dazu fragen. Für den BDP haben wir formuliert, dass eben wir ab den 2000er Jahren eben unsere Interventions- und Präventionsmaßnahmen installiert haben und das beginnt so Anfang der 2000er Jahre und dass wir 2006 davon ausgehen, dass es vollends installiert war. Das heißt nicht, dass es danach keinen Missbrauch mehr geben konnte, aber dass wir eine andere Konnotation haben. Vielleicht können wir aber Peter Kaspari auch nochmal zu diesem Forschungssetting fragen, wie er das sieht. Vielleicht auch naheliegend wäre ja, was passiert, wenn jetzt Fälle auftreten, die danach passieren. Wird es dann einfach ignoriert von uns? Da wollte ich den Peter Kaspari fragen. Gut, ich habe jetzt die Frage nicht im Wortlaut gehört, aber ich habe sie jetzt mir zusammen interpretiert. Es war ja im Grunde Teil der Auftragsklärung mit dem BDP, dass wir uns auf den Zeitraum 1976 bis 2006 festgelegt haben im Sinne einer historischen Aufarbeitung, so würde ich es nennen, analog zu anderen Aufarbeitungsstudien, wo wir immer wieder die Beobachtung machen, es dauert häufig 20 bis 30 Jahre, bis man soweit ist, ne, und das ist ja, haben wir jetzt eigentlich ein gutes Beispiel dafür, bis man soweit ist, sich der Vergangenheit stellen zu können und die Versäumnisse, die damals begangen wurden, in den Blick zu nehmen. Die Fälle, die danach aufgetreten sind, werden wir nicht ignorieren. Es ist durchaus so, dass das Teil dessen ist, was wir auch erheben, um eben auch Veränderungen festzustellen. Aber es ist wirklich der Schwerpunkt bis 2006. Und es ist keine Evaluation dessen, wie die Präventionsmaßnahmen des BDP seither gegriffen haben. Das ist es definitiv nicht. Wir geben aber natürlich aufgrund dessen, was wir erheben werden, Empfehlungen in Bezug auf das, was seither gemacht wird. Und es wurde ja heute schon mehrfach angedeutet, dass die Präventionspraxis im BDP da nochmal auf einen Prüfstand gestellt wird, dass man aufgrund dessen, was wir von Betroffenen, von anderen Personen erfahren werden, nochmal konkrete Empfehlungen zur Prävention geben werden.
Ja, vielen Dank. Ich habe hier noch zwei Fragen und dann habe ich noch mal einen Hinweis aus dem Chat. Vielleicht erst Sie. Genau, hier ist die Frage nach der Ansprache, ich denke mal auch zum Aufruf jetzt an Betroffene, der Ansprache der ehemaligen Mitglieder des Verbandes beziehungsweise der aktuellen Mitglieder des Verbandes, inwieweit die angeschrieben wurden oder werden und wie wir da sozusagen mit diesem Aufruf umgehen. Maria Venus? Ja, also wir sind da sehr transparent. Wir versuchen alle unsere Verbandskanäle zu bespielen, damit wir möglichst viele aktive Mitglieder, aber auch ehemalige Mitglieder erreichen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr einen großen Spendenaufruf gemacht, bei dem unsere Stiftung im Namen des Projekts Echolot auch nochmal dazu aufgerufen hat, zu spenden für das Projekt. Und es ging an, wir haben eine sogenannte Mitgliederverwaltung und da kann man dann bestimmte Merkmale nach bestimmten Merkmalen filtern und dann haben wir denen entsprechend quasi eine direkte Ansprache in Form eines Briefs zukommen lassen. Wir haben außerdem eine Publikation bei uns im Bund, das ist die FADE, das ist unsere Mitgliederzeitschrift, in der wir sowohl den Aufruf des Bundesvorstands als auch den Aufruf des IPPs nochmal abgedruckt haben. Diese FADE geht an jedes Mitglied. Viele unserer ehemaligen Mitglieder sind nicht mehr aktiv, aber trotzdem noch Mitglied und bekommen deswegen auch diese Zeitschrift, sodass auch da die Reichweite relativ groß ist. Wir haben außerdem Aufrufe über unsere Social-Media-Plattformen natürlich gestartet. Und ich glaube, es sind auch Zeitungsartikel geplant. Naja, es ist eine Öffentlichkeitsarbeit, die natürlich auch den Möglichkeiten eines Jugendverbandes entsprechen. Wir haben jetzt kein Werbebudget in gleicher Höhe, was die Aufarbeitung kosten wird. Aber wir nutzen jede Möglichkeit, um über dieses Projekt zu berichten. Sie finden das auf unserer Website transparent. Und wie gesagt, das, was uns möglich ist mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln als Verband, das machen wir hier möglich. Ich würde jetzt nochmal einen Impuls aus dem Chat. Es ist keine Frage, aber ich möchte es dem Holger Specht geben. Hier steht, gab es bei Ihnen im Verband auch Lieblingspimpfe? Ich glaube, die Frage ist jetzt nicht so ernst gemeint, aber sie zeigt halt doch ein Phänomen an, was in der Pfadfinder in der bündischen Szene aktiv ist. Das ist, finde ich, eine gute Frage für Holger Specht, um nochmal vielleicht über die Bandbreite sexualisierter Gewalt zu sprechen. Auch wenn ich das jetzt hier nicht so als ernst gemeinte Frage verstehe, aber ich sag mal als Problemanzeige. Also wenn es eine geschlossene Frage ist, dann kann man damit ja antworten. Das gab es auf jeden Fall. Und das ist halt Täterstrategie, Lieblingspimpf. Also Pimpf übersetzt heißt junger Mensch, der einem Erwachsenen sehr zugetan ist oder umgekehrt, der Erwachsene ist dem jungen Menschen sehr zugetan. Das ist eine Täterstrategie, Menschen zu bevorzugen und dann da eben dann nach und nach übergriffig werden zu können. Vielleicht ganz kurz zur Bandbreite. Wenn wir sexualisierte Gewalt hören, denken wir häufig an nur an die strafrechtlich relevanten Taten. Und wichtig ist uns aber, dass die sexualisierte Gewalt eine Bandbreite hat, und zwar vom unabsichtlichen grenzverletzenden Verhalten. Das heißt also mal eine unabsichtliche oder versehentliche Berührung, ein Witz, der unangebracht war oder ein missglückter Flirt. Das ist unabsichtlich passiert seitens des Täters und trotzdem wirkt das auf Betroffene enorm oder kann eine enorme Wirkung haben. Genauso wie der absichtliche Übergriff oder das absichtliche übergriffige Verhalten, also bewusstes Sexualisieren durch zum Beispiel Witze, Scherze, Sprüche bis hin zu auch bestimmten Berührungen, die Grenzen allmählich verschieben und dann kommt der nötigende Bereich, das nötigende Verhalten, wo es um strafrechtlich Relevantes auch geht, eben um die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Das ist, dass der ganze Bereich sozusagen ist sexualisierte Gewalt und kann als solche empfunden werden. Und wir brauchen eigentlich, oder was uns wichtig ist, dass wir Menschen ermuntern,
die den Eindruck haben, sie haben sexualisierte Gewalt erlebt und die dürfen uns aus allen drei Bereichen was erzählen, weil das für uns hilfreich ist, um da nun besseren Schutz garantieren zu können. Das vielleicht als Einschub, ja? Ja, vielen Dank. Und dann gibt es noch weitere Fragen im Chat, die vielleicht hier nochmal an den Bundesvorstand gehen. Die eine Frage bezieht sich darauf, gibt es bereits Aufarbeitung bei anderen Pfadfinderverbänden? Und die andere Frage, das ist so ein bisschen das, was Maria Venus am Anfang erwähnte, was die pädagogische Konzeption angeht. Inwieweit, fragt ein Fragesteller hier auf YouTube, inwieweit an wichtigen Rahmenbedingungen etwas geändert wird? Und der Fragesteller fragt, dieses sich ausprobieren sollte hier Grenzen bekommen. Also vielleicht eine Frage, über die man noch mal kurz drüber nachdenken kann, Maria Venus. Aber vielleicht Markus Lauter, magst du was aus den anderen Pfadfinderverbänden berichten, die uns bekannt sind? Das kann ich gerne versuchen. Ich kann natürlich nicht für andere Pfadfinderbünde und Pfadfinderverbände sprechen. Das müssen die jeweils für sich selber tun. Wir stehen aber in einem guten und in der Regel auch sehr konstruktiven Austausch mit anderen Bünden und Verbänden. Und wissen, dass es auch andere gibt, die an diesem Thema arbeiten, wobei der Status da jeweils unterschiedlich ist. Also auch wir, auch der BDP, haben ja beispielsweise relativ lange gebraucht von dem Zeitpunkt, wo wir erstmals verbandsöffentlich, also beispielsweise innerhalb unserer Verbandsgremien, offen über dieses Thema geredet haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir heute stehen, dass wir uns heute ganz bewusst an die Öffentlichkeit wenden und da an Betroffene wenden, mit dem Aufruf, mit uns zu sprechen. Und irgendwo auf diesem Wege gibt es auch eine Zahl anderer Bünde und Verbände, die mit einer sicherlich ähnlichen, vergleichbaren Zielstellung unterwegs sind. Mir ist kein Bund und kein Verband bekannt, bei dem man irgendwie sowas wie ein abgeschlossenes Aufarbeitungsprojekt oder so unterstellen könnte. Damit will ich nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber mir ist keins bekannt und wir haben uns in den letzten Jahren intensiv damit auseinandergesetzt. Das heißt, ich behaupte mal, ich hätte das oder wir hätten das mitbekommen, wenn das so gewesen wäre. Sprich, wir versuchen da schon auch neue Wege zu gehen und wir gehen das in gutem Austausch mit unseren Brüdern und Schwestern in der PfadfinderInnen und in der Jugendbewegung und wir wollen da offen sein. Dazu gibt es beispielsweise einen Beirat, in dem auch die anderen Bünde und Verbände eingeladen sind, mitzuwirken, in dem sie informiert werden über unser Vorhaben und bei dem sie aber auch profitieren können von den vielleicht auch Fehlern, die wir auf dem Weg bisher gemacht haben oder die wir auch möglicherweise in Zukunft noch gehen werden. Maria, magst du noch mal was zum Thema Pädagogik sagen, sich ausprobieren, Grenzen? Gerne. Ich hatte das ja am Anfang schon kurz erläutert. Klar, ausprobieren gehört zur Pfadfinderpädagogik dazu, aber ausprobieren hat natürlich Grenzen. Und im Rahmen unserer Präventionsarbeit geht es eben genau darum, also Kinder und Jugendliche sollen bei uns lernen, eigene Grenzen wahrzunehmen und diese auch nach außen benennen zu können und sich aber auch zu vergegenwärtigen, dass auch andere Menschen Grenzen haben und dass es eben in einer Gemeinschaft darauf ankommt, seine eigenen Grenzen, aber auch die Grenzen der anderen zu respektieren. Und es bezieht sich tatsächlich bei uns ja auch nicht nur auf die Prävention sexualisierter Gewalt, sondern auf jegliches Miteinander. Und ein ganz wichtiger Punkt in diesem Bereich ist eben das darüber sprechen. Also wir wollen Kinder und Jugendliche darüber dazu befähigen, auch darüber zu sprechen, wenn bei ihnen Grenzen überschritten wurden und das Gegenüber das vielleicht nicht gemerkt hat. Hier ist noch eine Frage im Publikum. Ich glaube, das ist eine Frage ans IPP. Da ist nochmal Bezugnahme, Herr Kaspari, auf die ideologischen Hintergründe, auf das, was vielleicht auch die pädagogische Konzeption bzw. das kulturelle Umfeld der Pfadfinderarbeit angeht. Können Sie das nochmal konkretisieren? Hier ist nochmal die Nachfrage, was ist damit gemeint? Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, ideologisch hätte ich auch ein bisschen unter Anführungszeichen gesetzt. Die habe ich vorher in meinem Vortrag vergessen. Die Anführungszeichen ideologisch ist natürlich ein großer Begriff. Aber dass man in Traditionen der Pfadfinderschaft oder auch in bündischen Traditionen einige Elemente findet, die, ich sage mal, ein gewisses Risiko bergen im Zusammenhang mit sexueller Übergriffigkeit. Ich erinnere mich auch an das, was wir im Kontext der Odenwaldschule auch nochmal herausgearbeitet haben, diese bündischen Verbindungen, die auch bestimmte Art von Körperkult, bestimmte Art von Umgang mit Geschlechtern. Also ich erinnere mich an den pädagogischen Eros, der da unterwegs ist in diesen Kontexten. Also bestimmte Art von, naja, wie soll ich es nennen, ne? diese Freundschaften zwischen erwachsenen Männern und Jungen, die da sexuell aufgeladen werden, verbrämt mit einer bestimmten Ideologie, die solche Verbindungen rechtfertigt. Also da gibt es schon so ein gewisses Geflecht ich nenne es mal Traditionen oder ideologischen Spuren, die auch zur Verharmlosung oder auch zur Normalisierung von sexualisierter Gewalt beigetragen haben und die einfach ohne Zweifel Eingang gefunden haben in Pfadfinderschaften. Das ist damit gemeint und hat einfach dazu beigetragen, dass sexualisierte Gewalt über längere Zeiträume gar nicht als solche erkannt worden ist, weder von den Verantwortlichen und natürlich auch nicht von den betroffenen Kindern erkannt werden konnte, aber letztlich als gezielte Täterstrategien von den Tätern eingesetzt wurden. Hat das die Frage beantwortet ungefähr? Ja. Mini-Nachfrage an Herrn Kaspari. Weiß nicht, ob Sie das hier beantworten können, aber wer sind die Betroffenen, Jungen oder Mädchen oder beides? Kann man dazu irgendwas sagen? Ja, wir sind am Anfang unserer Forschungen. Wir gehen sehr stark davon aus, dass sowohl Jungen als auch Mädchen betroffen sind. Alles, was wir bisher, naja, das Wort anekdotisch ist ja heute schon öfter gefallen. Alles, was wir bisher gehört haben, ist, dass beide Geschlechter betroffen sind. Im gleichen Ausmaß kann ich nicht sagen, aber es stellt sich nicht so dar, als gäbe es da einen klaren Überhang in Bezug auf ein bestimmtes Geschlecht. Trifft, glaube ich, auch die Täterinnen und Täter, auch wenn wir das nicht gleichberechtigt gendern dürfen an der Stelle, weil es sicher mehr Männer als Frauen waren. Aber trotzdem ist, glaube ich, auch wichtig, von hier ausgehend zu hören, dass es auch Täterinnen gegeben haben mag, von denen wir aber eben noch keine Kenntnis haben. Und auch das wäre hilfreich, das zu wissen. Hier war noch eine Nachfrage. Hier war die Frage nach den von mir vorhin genannten zwei Fällen, in welchem Zeitraum die waren. Das bezieht sich auf einmal diese Aktenvermerke, die sind von 1980 gewesen, bei dem Fall, wo es um die weiter Beschäftigung oder beziehungsweise die Präsenz des Täters im Verbandes gab. Das war 1980 und der Fall von diesem Anrufer, der ist 2 Jahre her. Und da ging es ja nicht um einen Täter, der noch aktiv ist, sondern eine Person, die auf einer Website... Also dieser Anruf eines Betroffenen ist ungefähr 2 Jahre her, 2019. Und da ging es ja um die Abbildung, also nicht um den Täter, dass er noch da war. Ich glaube, der war sogar verstorben, sondern es ging um diese, dass der noch auf der Website ist. Und ehrlich gesagt kann ich das ist vielleicht wichtig, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, wie das sozusagen, ob der jetzt, wir wurde auf jeden Fall diese Gruppe informiert. Und ich kann Ihnen jetzt gerade den Stand dazu nicht sagen, wie der aktuell. Gehe ich mal von aus, ja. Aber Sie wissen jetzt nicht, der Betroffene hat nicht gesagt, in welchem Jahr es gewesen ist. Ach so, wann die Taten waren, Entschuldigung. Da ging es um Taten in den 60er Jahren. In der Vorgängervereinigung. Ne? Und es ging um die Website der aktuellen Gruppe, die sozusagen jetzt in unserem Verband ist. Aber die Taten bezogen sich auf die Zeit davor. Genau. Dazu kann vielleicht Maria Venus kurz was sagen. Hier geht es nochmal um die Frage der Größe des Verbandes BDP. Wie sind da die Größenverhältnisse der Mitgliedschaften?
Genau, also wir sind der größte interkonfessionelle Pfadfinderverband in Deutschland. Es gibt aber weitere Pfadfinderverbände, die auch in so einem Dachverband, dem Ring der PfadfinderInnenverbände Deutschlands, organisiert sind. Und da gibt es noch wesentlich größere Verbände. In diesem YouTube-Chat gibt es jetzt so ein bisschen so eine Diskussion um die Frage von ja, pfadfinderischer Praxis, was zum Beispiel Alkohol und solche Themen angeht. Da könnte ich mir vorstellen, dass Holger Specht vielleicht aus seinem Arbeitszusammenhang mit mehreren Pfadfinderverbänden, die in dem Bereich Prävention aktiv sind, vielleicht nochmal was sagen kann. Das ist anscheinend eine Frage, inwieweit das eine besondere Rolle spielt in der Jugendarbeit, Alkohol, beziehungsweise dann im Hinblick auf sexuelle Gewalt. Ich habe jetzt den Chat nicht verfolgt, deswegen weiß ich nicht, was da genau steht, aber Alkohol ist natürlich auch Täterinnenstrategie. Da fällt die Hemmschwelle sowohl auf Seite der erwachsenen Menschen, auch übrigens unter erwachsenen Menschen gibt es ja auch sexualisierte Gewalt. Ne? Also es gibt unter Kindern, unter Jugendlichen, von Jugendlichen an Kindern, von Erwachsenen an Kindern und Jugendlichen unter Erwachsenen. Und da spielt Alkohol leider immer eine große Rolle in den Taten. Und gerade wenn es um sexualisierte Gewalt an Kindern und oder Jugendlichen geht, dann ist natürlich dieses hier trink doch mal mit auch eine Täterinnenstrategie, da nicht nur die Hemmschwelle auf der anderen Seite und auf der eigenen Seite zurückfallen zu lassen, sondern ist auch Täterinnenstrategie, so ein Geheimnis zu stiften, jemanden besonders zu machen. Das könnte dann der Lieblingspimp sein, der jetzt hier mal Alkohol mittrinken darf. Und dann ist es dann entsteht da eine Gemeinsamkeit quasi, eine Verbindung über etwas Verbotenes und das kann dann weiter ausgenutzt werden. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, vielleicht auch im Video-Chat von den zugeschalteten Kollegen oder hier noch im Raum? Dann, wenn das nicht der Fall ist, würde ich sozusagen die Veranstaltung hier an dieser Stelle beenden. Wir stehen hier natürlich noch mit den Kollegen, die vor Ort sind, zur Verfügung für Fragen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit und auf Wiedersehen.